Marilyn Monroe, Audrey Hepburn und die Münchnerin Christine Kaufmann. Alles Künstlerinnen, fotografiert von Inge Morath. Knapp 200 ihrer Werke werden jetzt im Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung ausgestellt. Frau Sieben, können Sie mir ein bisschen mehr über Inge Morath erzählen? Warum ist sie überhaupt Fotografin geworden? Das ist eine sehr gute Frage. Inge Morath ist sehr früh in Kontakt gekommen durch ihr Elternhaus mit der bildenden Kunst. Also die hat eine Zeit lang in Darmstadt gelebt, auf der Mathildenhöhe. Da war sehr viel Bildersammlungen in den befreundeten Familien. Und dafür hat sie sich interessiert. Und dann tatsächlich in der harten Zeit des Nationalsozialismus hier in München war sie in der sogenannten entarteten Kunstausstellung. Und das hat sie als Schülerin unheimlich beeindruckt. Sie musste sogar lernen, ihre Gesichtszüge zu kontrollieren, weil das sollte ja eigentlich zur Schau gestellt werden, was nicht gut ist, was scheußlich ist, was man ablehnt, was als entartet gilt. Und sie hat es natürlich genau anders empfunden. Sie war inspiriert vom Blauen Reiter. Sie hat sich verliebt in diese Bilderwelt. Und das hat sie geprägt, sehr früh schon. Und dann natürlich ist es nicht möglich, während des Zweiten Weltkriegs in irgendeiner Form eine Ausbildung zu machen. Also ist es ein bisschen später gekommen. Sie war dann Assistentin von berühmten Fotografen. Und ja, heimlich, muss man sagen, hat sie ihr eigenes Werk dann entwickelt, Schritt für Schritt. Jetzt war sie auch die erste Frau, die in die Fotoagentur Magnum aufgenommen wurde. Wie besonders war das zur damaligen Zeit? Das war sehr besonders, denn das war eigentlich ein Männerbund, würde man fast sagen. Die waren ja alle zum Teil Seite an Seite im Kriegsgeschehen als Zeitzeugen, als Reporter aktiv vorher. Dann haben sie sich gegründet als Fotoagentur 1947, Magnum Photo, haben sich die Welt aufgeteilt, die 5 Kontinente für 5 Fotografen. Und es war eine Männerdomäne, ganz klar, weil es ja wirklich harte Kriegsreportagen waren, die sie zuvor gemacht haben. Dann war aber die Idee, so ein humanistisches Weltbild in die Welt zu tragen, also irgendwie auch was Positives. Und während die Männer sich meistens interessiert haben, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, weiterhin eben diese harte Reportage zu machen, hat Inge Morath eben beschlossen, sie macht mehr so Filmset-Reportagen, sie macht Porträts und mehr so die weiche Art des Journalismus, aber sehr poetisch, sehr unterhaltlich. Und damit ist sie auch durchgestartet dann in der Agentur. Jetzt gibt es ja hier sehr viele Fotos zu sehen. Was erwartet uns hier in der Ausstellung? Es ist breit gefächert, das Werk von ihr. Es sind vorwiegend Porträts, das muss man sagen, aber es gibt sehr wohl Straßenszenen, Street Photography, etwas, was man heute so vielleicht nicht mehr machen könnte. Wir sehen hier zum Beispiel eine junge Frau in der Rückansicht in New York City, die im Regen die Straße entlang geht. Das ist zum Beispiel typisch für Inge Morath, sowas aufzuschnappen, aber ich nehme an, sie hat vorher sogar mit ihr gesprochen. Ihr wohl berühmtestes Foto, das Lama Linda, welches sie 1957 auf dem Times Square in New York fotografiert hat. Es war ein so gesehen dressiertes Tier, ein Tier, was als Model geeignet war, was für irgendwelche interessanten Auftritte gebucht wurde. Und es gab eine Familie, die diese Tiere bei sich zu Hause gehalten und trainiert haben. Und Linda the Lama war einfach die Attraktion. Wann immer das mit dem Auto tatsächlich herumgefahren wurde, blieben alle stehen und haben dem Lama hinterhergewunken. Und was wollte sie mit ihren Fotografien erreichen? Hatte sie auch so eine Botschaft, die sie vermitteln wollte? Ich denke, es ist mehr so eine positive Weltsicht, eine gewisse Poesie, manchmal auch mit einem lachenden Auge, wenn wir zum Beispiel hier rüber schauen auf diese Darstellung. Das sind zwei Ladies in London in den 50er Jahren, die damit quasi Fell bewehrt. Die haben da alle so ein Tierchen über die Schulter gepackt. So würde man heute nicht mehr rumlaufen, aber es amüsiert uns natürlich, also das zu sehen. Jetzt kann man ja hier in der Ausstellung auch einen Film sehen von Inge Morath. Was ist das genau für ein Film? Der Film ist im Grunde ihre selbsterzählte Biografie, also die Autobiografie. Also wir haben das Glück, dass wir die Rechte bekommen haben, diese Ausstrahlung aus den 90er Jahren, wo sie in Berlin bei den Berlin Lecture oder Berliner Lektionen aufgetreten ist, um ihre eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Das dürfen wir hier in der Ausschau zeigen. Es sind volle 50 Minuten, aber dieses Lebenswerk, diese Biografie hat es in sich und das kann man gar nicht schöner in Worte fassen, als das Inge Morath persönlich.
wahnsinnig getan hat. Und das war der Gedanke auch dieser Hommage, so nennen wir die Ausstellung, Inge Morath Hommage. Es ist ihr gewidmet, sie soll maximal zu Wort kommen und es geht ja um den 100. Geburtstag und sie soll gefeiert werden. Den Film und die Fotos von Inge Morath gibt es noch bis zum 1. Mai im Kunstfoyer zu sehen.